Laufband, Massage und Gleichgewichtsübungen. Tierärztin Dr. Barbara Esteve Ratsch behandelt die Hündin Abby. Sie ist 7 Jahre alt und kommt ursprünglich aus Teneriffa. Mittlerweile ist Abby ein Sporthund. Die physikalische Medizin unterstützt ihre Muskulatur und die Gelenke. Die Physiotherapie machen wir als Vorbeugung und Prophylaxe für den Hundesport, dass sie einfach nie was passiert und man kleine Probleme frühzeitig erkennt und behebt oder einfach dann pausiert im Sport. Die Tierphysiotherapie ist ein einzigartiges Pilotprojekt an der Ludwig-Maximilian-Universität. Unzähligen Tieren konnte so wieder auf die Beine geholfen werden. Besonders wichtig ist der Patient an sich. Wir wollen nahebringen, dass Physiotherapie, was eine Unterteilung, ein Teilbereich der physikalischen Medizin ist. Wir wollen zeigen, dass das nicht ausschließlich nach einer Operation nützlich ist, sondern wir haben hier im Zentrum für Tiermobilität, aber eigentlich auch in der gesamten Universität, der Begriff der präventiven Medizin. Ein eher ungewöhnlicher Weg für Herrchen und Frauchen und natürlich den Schützling. Dementsprechend wichtig ist es, dass der Behandelnde weiß, was er tut. Es ist leider in Deutschland so, nach wie vor so, dass die Ausbildung für den Hundephysiotherapeut, das ist ja der Begriff, der eigentlich gängig ist, nicht geschützt ist. Das heißt, wir haben keine genormte Ausbildung. Und wir sind sehr dahinter, dass wir das standardisieren, eine Art Qualitätssicherung. Auf Nummer sicher können Sie sein, wenn Sie einen Tierarzt heranziehen, der sich in dem Bereich weiterentwickelt hat. Idealerweise, wenn er zum Beispiel eine international anerkannte Weiterbildung hat. Der nächste Schritt ist ein Kongress. Dort wollen sich Spezialisten austauschen und weiterbilden. Dadurch sollen andere Tiere wie Abby noch besser therapiert werden.